allen Ernstes lautet die Botschaft von Engeln über den Fluren von Bethlehem: Gott trage Herrlichkeit in den Himmel nur dann, wenn auf Erden Friede sei unter den Menschen. Es ist zu Ende, den Realismus noch länger zu glauben, mit dem man uns beibringt, man müsse Rüstung, Krieg, die Bereithaltung für internationale Verantwortung im Sinne der Kriegführung als politischen Realismus begreifen. Gestern noch konnte die neue Verteidigungs- und Kriegsministerin Frau von der Leyen genauso sprechen, wie ihre Meisterin es wünschte. Wir haben gewachsene internationale Verantwortung. Selbst Herr Gysi, der schon dabei war, sie zu bitten, als Mutter von 7 Kindern Nein zu sagen zum Krieg, hätte auch sagen können: Verantwortung sollten wir aufhören, militant und militärisch zu definieren. Verantwortlich kann nur der Friede sein. Aber ich frage Sie, wie hört man Engel? Und wie sieht man sie? Und was glauben Sie, wie sind die Hirten hinübergegangen vom Feld zur Krippe? Und in dem Dauerkommentar der Realisten, was sie zu sehen bekommen, wird nichts weiter sein als das Übliche. Ein arme Leutekind, frierend, bäbend, einkogend und schlecht versorgt. Keine Hoffnung auf einen kommenden Messias. Kaiser Augustus, das ist die Wirklichkeit. Weihnachten begönne damit, dass wir wie Rilke von jenem jenseits süchtig gewordenen aufhören zu glauben und abtasten das Land des Herzens füreinander, auf das wir uns wiedersehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, wünschend schöne Vorweihnachtstage, gesegnete Weihnachtstage und ein wirklich neues Jahr, das bis namenswert ist. Dankeschön.